What? So, da sind wir auch schon wieder. Far Cry 6 wieder. Das ist nur ein Baum, da kann ich nicht hoch. Ach so. Habe ich gar nicht gesehen, obwohl es direkt vor meiner Nase ist. Jetzt gehen wir mal den Brief übergeben. Wo ist denn das? Da oben. Kann ich da irgendwo hinspringen? Nee. Ah, wir sehen uns dann da. Habe ich irgendwas ausgelöst? Mich dahin. Ich hoffe, du leidest. Rotze von meinem Land, du Mörder. Ich bin so stark. Uiuiui. Du hast mir direkt ins Herz geschossen. Sie und Leute dürfen mein Land nicht betreten. Komm zurück. Lorenzo schickt mich. Wie fühlt sich dein Herz an? What the fuck? Was eine verrückte Alte. Momento! Ich habe schon so lange hier drauf. Ich hab dich doch schon. Ich muss irgendwas richtig machen. Was war das? Ich hab einen Brief an Lorenzo für dich. Ich bin eine Guerriera. Was willst du von mir? Miguelina? Wer bist du? Ein Freund von Lorenzo. Bist du eines seiner Kinder? Was? Nein, pass auf, hier ist ein Brief von ihm. Ein Brief? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Das habe ich. Dreimal. Lorenzo? Entschuldigt sich? Bei mir? Mein Herz. Ich kann es wieder schlagen spüren. Ich werde auf den Flügeln von Schmetterlingen getragen. Super. Ich bin dann mal weg und... Psst, ich lese. Geschlossen. Danny. Da. Ron, was gibt's? Es gibt etwas, das du über Yelena wissen solltest. Sie ist irre klug. Hauptfach Informatik. Programmiererin. Alle halten sie für einen Mega-Nerd. Aber wenn es ernst wird, ist sie eine Kämpferin. Wie wird eine Programmiererin zu einer Guerilla-Führerin? Du hast das Video. Admiral Benitez, unsere Klassenkameraden. Was? Davon gibt's einen Film? Nein. Am nächsten Tag kamen die Soldados zu der Beerdigung. Yelena führte uns in die Schlacht. Wir
100 Soldados. Okay, vielleicht 50. 15. Conjo, ich muss los. Ich habe gerade einen Soldado mit runtergelassener Hose an unserem Versteck gesehen. Ehrlich, er pisst und er sieht mich nicht. Ich melde mich. Lorenzo, ich habe deinen Brief bei Miguelina zugestellt. Hättest du mich nicht wegen der Fallen warnen können? Dios mio, ist sie verletzt? Mir geht's gut, schön, dass du fragst. Miguelina auch. Sie stecken in der Vergangenheit fest, wie die meisten von euch Legenden. Hoffentlich kann dir meine Entschuldigung dabei helfen, abzuschließen. Dani, komm bitte zurück. Ich hätte noch etwas, das du erledigen könntest. Ich eile, Lorenzo. Auf mit der scheiß Musik. Nee. Dann schnell reisen. Da oben. Gut. Ich bin in einer Zwick. Ich weiß nicht, wie gut ihr Kinder euch in der Geschichte auskennt, aber unsere Revolution war ein Blutbad. Yara hat so viele Verluste hinnehmen müssen. So viele schöne Frauen wurden zu Witwen. Waren allein, auf der Suche nach etwas anderem als Verzweiflung. Ich bin verantwortlich für zahllose Kinder des Sieges. Ich war ihr Erzeuger, aber nie ihr Vater. Statt das Richtige zu tun, rannte ich in die Arme der nächsten Frau. Jahrzehntelang schrieben mir hunderte Mütter, schickten mir Fotos von meinen Kindern. Ich habe meinen Teil nicht erfüllt. Ich habe mich auf diesem Berg versteckt. Aber man kann sich nicht ewig verstecken. Das schlechte Gewissen, kein guter Vater zu sein, zerreißt mir das Herz. Ich schäme mich zu sehr, ihnen zu begegnen. Und ganz ehrlich habe ich auch Angst vor ihren Reaktionen. Deswegen habe ich diese Briefe geschrieben. Erstmal nur ein paar. Kannst du sie bitte zustellen? Ich werde dir die Fotos von meinen Kindern schicken, die ich von ihren Müttern bekam. Du bist klug. Du findest sicher schnell heraus, wo sie wohnen. Gracias, Dani. Möge der Wind dich auf dieser Mission der heilenden Herzen beschützen. Wie geht's? Dani, oder? Willkommen. Ja, Mensch, muss ich hin. Da? Nee. Wo muss ich überhaupt hin? Ist das so eine, die ich zufällig finde, oder was? Ich verfolge die. Okay, wenn ich weiter rauszoome, dann sehe ich das nicht. Ich glaube, die muss ich so finden. Dann verfolgen wir eine andere Mission. Machen wir das. Das sind nämlich nur 700 Meter. Da komme ich doch schnell hin, wenn ich da runterspringe. Hey, was ist denn los? Hast du heute nicht gefrühstückt? Du frühstückst sonst immer.
Dani. Was gibt's, Lorenzo? Jemand hat mir geholfen, dir Fotos von den Fotos meiner Kinder zu schicken. Auf dein Telefon. Mit diesem Telefon haben wir das gemacht. Angekommen. Danke. Die Technologie heutzutage ist wunderbar. Als ich in deinem Alter war, musste ich erstmal das Negativ entwickeln und einen Abzug machen. Das dauerte etwa eine Woche. Kannst du dir vorstellen, heutzutage eine Woche auf ein Foto zu warten? Nee, ich muss los. Und eure Telefone? Keine Ahnung, wieso die so heißen. Das sind doch Handcomputer. Wenn 1967 jemand so etwas gehabt hätte, er hätte die Welt kontrollieren oder zerstören können. Unvorstellbar. Mhm. Ja, der Scheiß ist krass. Hör mal, ich muss einen Jaguar töten. Ich wette, in 50 Jahren wirst du den Jaguar mit einem Handcomputer töten können. Das werde ich nicht mehr erleben. Aber ich kann es mir vorstellen. So ist das Leben. Viel Glück. Gut. Hey. Chicharan! Chicharan! Du willst also die Armee ganz allein vorführen? Idiota! Du bist nie zufrieden! Wie kannst du nur? Ich tue alles, was du willst. Und das ist der Dank dafür! Kamerad! Danke! Das juckt mich nicht! Was willst du von mir? Conron, soll ich bei der Finca Alvarez vorbei? Kennst du Chicharon noch nicht? Keine Ahnung. Du wüsstest es, wenn du ihn gesehen hättest. Siehst du, womit ich es zu tun habe? Chicharon wäre jetzt Arroz con Pollo, wenn ich nicht gewesen wäre. Ich habe Chicharon aufgenommen. Ich habe den besten Kampfhahn von Yara aus ihm gemacht. Aber dann kamen die Soldados. Die wollten mich festnehmen, weil ich Geld für La Moral geschmuggelt habe. Chicharon ist völlig ausgerastet. Als er das Blut der Soldados gekostet hatte, war der beste Guerriero von Yara geboren. Hahnenkämpfe sind unter Chicharons Würde. Er hat einen unstillbaren Durst, die zu töten, die den Schwachen wehtun. Wie ein Irrer habe ich versucht, Chicharons Wut zu zügeln. Aber jetzt ist Chicharon wieder weggerannt, um zu töten. Er ist zum Armeezwinger, wo ein Heer von irren Hunden gezüchtet und für die Jagd auf Guerilleros abgerechnet wird. Aber Chicharon braucht einen Krieger, der ihn vor sich selbst schätzt. Ich werde nie so ein Krieger wie Chicharon sein. Aber du bist ein Krieger, genau wie Chicharon. Kämpf mit ihm. Mach mal das mal. Chicharon ist los, um die Hundearmee alleine zu bekämpfen. Was ist hier? Ach so, ein Hahn. 300 Meter. Läuft er nicht? Ist einfach stehen geblieben. Ach, da kann ich ja springen. Hola Chicharro, ich bin Dani. Du bist mehr so der bullige, lautstarke Typ, was? Und kein großer Fan von bösen Hunden, wie es aussieht. Ich weiß ja nicht. Die Hunde werden mir ein Stück reißen.
Mal gucken, was der drauf hat. Mal ein bisschen. Was? Er wurde getötet. Nein. Es geht hier weiter gut. Alter. Das war einer. Mann, Ziel abgeschlossen. Reinaldo, dieser abgefuckten Todeshund ist tot. Cicerone hat überlebt. Er hat sie zerrissen. So was habe ich noch nie erlebt. Nachdem Cicerons Schnabel von Soldatenblut berührt wurde, war er nicht mehr derselbe. Jetzt weiß ich, dass er einen Gefährten hat, der ihn auf seiner Suche nach Gerechtigkeit beschützt. Beschützt? Der kann auf sich selbst aufpassen. Schreib seinen Namen an den Wasserturm. Alle sollen den Namen Cicaron kennen und fürchten. Na sicher. Sollen wir zurück zur Finca kommen? Ich komme zu euch. Cicerons Blutdurst für Gerechtigkeit ist gerade ich bin entbrannt. So. War ich ein bisschen blöd.
Einmal rumlaufen ist besser. Ich gehe aber trotzdem noch einmal ganz hoch. Hier ist nichts. Abgeschlossen. Rangaufstieg. Springen wir noch mal mit. Gracias, Dani. Du bist ein echter Krieger und Künstler. Ich habe Chicharrón noch nie so beeindruckt gesehen. Ich habe mal versucht, mit Chicharrón zusammen zu kämpfen. Aber er hat mir den Arm ausgerissen, um mich davon abzuhalten. Um mich zu beschützen. Aber jetzt hat Chicharrón jemanden, der ihn beschützt. Das ist gut, denn Chicharrón hasst die Armee und wird alles tun, um den Soldados Angst einzujagen. Es gibt ein Militärgebäude in der Nähe, in dem wichtige Dokumente lagern. Armeegeheimnisse. Feindliche Standorte, Listen von Menschen, die das Regime hängen will. Chicharrón ist angewidert davon und will diese Dokumente in Stücke reißen. Dank Chicharrón werden sie bereuen, dass sie nicht papierlos arbeiten. Wirst du ein weiteres Mal an seiner Seite kämpfen? Ja, klar. Nichts stellt sich zwischen Chicharrón und seine Beute. Ob lebendig, tot oder aus Papier. Gut, Chicharrón. Jo. Wo ist denn das? Alter, 100% ist noch gut. Hier vorne irgendwie alles kaputt machen oder was? Ich frage mich, ob hier Aufzeichnungen zu Castillos Kriegsverbrechen lagern. Woher ist noch was? Wie mein Tag war, fragst du? Naja, ich bin einem blutrünstigen Hahn in den Kampf gefolgt, nachdem er einen Schreck hatte. Mach ich mal lieber schon mal ein bisschen. Hier muss ich gut aufpassen. Er sieht mit Chicharrón am Licht! Leg dich mit mir an! Oh! Hoch! Scheiße! Du bist ein echter Krieger! Zusammen schaffen wir das, Chicharrón! Munition. Aufsingen!
Mach kaputt. Raus. Aua. Ziel abgeschlossen. Aber ich muss mich heilen. Heil dich. Alter. Die Daten sind alle zerstört. Chicharron geht es gut. Und den Soldados? Keiner hat überlebt. War ehrlich gesagt ein kleines Blutbad. Das ist Chicharrons Lieblingsbad. Vergiss nicht, seinen Namen an die Wand zu schreiben, um seinen Sieg zu verkünden. Je höher, desto besser. Ich bin unterwegs zu euch. Material aufsammeln hier. Ah, ich kann nur die Treppe raufgehen. Ach, da oben. Es geht noch weiter. Aber da würde ich sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein.